Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23, meine Karriere mit der Spielvereinigung Bayreuth. Jo, 6 Siege in Folge haben wir, den 7. wollen wir heute feiern. Aber schaffen, mal schauen. Natürlich hat ein Team was dagegen und das ist unser Gegner aus Fern, die momentan mit 16 Punkten auf Platz 10 liegen. Die wollen natürlich dafür sorgen, dass wir heute mal wieder eine Niederlage kassieren und unsere kleine Siegesserie reißen. Naja, mal schauen. Was soll ich mich? Ach, verschlichte alle. Ich soll auch einen älteren Spieler verpflichten. Ah, okay. Das kriegen wir da auch mal hin. Alles eine dritte Liga. Ja, passt. Und maximal. Oh ja. 106. Ja gut, die Spielerbegehälter muss darf ich das maximal nicht steigen. Ja gut, okay. Den vier Pokal habe ich geschafft. Also wie gesagt, natürlich. Fehlt ein bisschen was, aber wie gesagt, wir sagen. Okay. Wir würden die Spieler maximal 5% ein. Das heißt, ich muss das Spielergeld auf den senken oder was? Achso, das ist da super. Ja, gut, ich habe den Kader ziemlich groß umgebaut. Na gut, wie dem auch sei, das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, das Thema Spielergehälter, aber unser Ziel mit dem älteren Spieler, das müssen wir noch machen. Es hieß dann tatsächlich ja keine freien Spieler. Ich muss aber. Ne, warte, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir versuchen es dann in der Rückrunde. Mal gucken, wir gerade. Das kriegen wir schon hoffentlich noch irgendwie hin. Ansonsten muss ich tatsächlich mal ein bisschen von meiner Devise abweichen. Und hoffen, dass wir noch die Aufgabe geschafft bekommen. So, ich gehe mal rein in die Partie. So, das ist die Aufstellung unserer Gegner und unsere Aufstellung. Wir werden natürlich reingehen mit der gleichen Hälfte, weil wir mit den Spielern, glaube ich. Ich glaube, das war die letzte Hälfte. Ich weiß es jetzt nicht, ich habe schon länger nicht gespielt. Und für die Leute, die jetzt fragen, was mit dem Bus-Simulator ist, ja, ihr habt es mitbekommen. Guckt euch einfach die allerletzte Folge an, die mir jetzt herausgekommen ist. Folge 87 ist es. Es gab einen tollen Bug, der aktuell zu dem heutigen Stand noch nicht behoben wurde. Und solange das nicht passiert, kann ich nicht weitermachen. Thema DLC, das DLC, was ich geholt habe, war tatsächlich für den 18er. Es ist eigentlich klar, wen wir hier heute besonders im Auge behalten werden. Denn bei dem stehen 4 Tore aus den letzten 3 Spielen zu Buche. Kann er auch heute wieder treffen? Gleich geht's los. Ja. Genau, das DLC von Busserlauter war für das 2018er und nicht für das 2021er. Alle warten drauf. Dann können wir mit dem anderen Stadtteil weiter. Aber jetzt erstmal zurück zum FIFA und unserer Serie mit dem Spiel bei Rolle. Wir können zwei, drei Punkte in der Spitze hoffen, dass wir vielleicht sogar wieder durchgeführt sind. So, ich drück das hier mal weg. Ja, wir wollen rein, wir wollen spielen. Das ist auf der Anpfiff, das Spiel läuft. Er schirmt den Ball ab. Oh Gott, abgeschirmt da. Und dann doch. Das war wichtig, ganz freiwillig, aber es war wichtig. Ulrich. Ganz energisch. Ulrich! Ulrich! Auf ihn ist Verlass. Schöner Block. Ja. Haben sie gut ver. Look is da! Jetzt kommt der Schuss. Damit hat er keine großen Probleme. Erste gute, zweite gute Chance. So, Ecke kommt. Halbherzig geklärt, Ball weiter gefährlich. Nollenberger. Gut geblockt. Schiri. Oh, das gibt Elfmeter. Es gibt Pfandspiel. Elfmeter. Jo, war er, hat Elfmeter. Richtige Entscheidung. Und Ian George darf ran. Macht da heute sein Tor?
Chance, hier 1-0 in Führung zu gehen. Ja. Er macht das Tor. Nur eins. Frühe Führung, 11. Minute. Toller Elfmeter, kalter, eiskalter Elfmeter. Hier nochmal die Wiederholung. Torwart fliegt in die Ecke, Schuss kommt in die Mitte. Wer trifft, hat recht. Ja, ich kann es dir mitnehmen, aber ist egal, ob der dabei ist drin. Irgendwie. Der sieht sich, es ist wurscht. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Aufgabe auf jeden Fall erstmal gelöst. Das macht er gut. Handelfmeter war klar. Wir lassen den Ball da jetzt gut laufen. Ja, das wird gelb. Könnte gelb für Pirli geben. Schick das mal weg und was zieht er? Ich glaube, letzte Situation, letzte Mal. Das war's dann in Sachen Ermahnungen. Noch so eine Aktion und dann bekommt er die Karte. Er versucht einfach mal, aber ohne Erfolg. Gute große Idee. Distanz, dann trotzdem so ein klasse Ball, fast das Tor. Schöne Aktion. Abseits. Jetzt angezeigt, abseits. Ah, das war die Idee. War eine gute Idee, aber mal ein bisschen durchzukommen. Ein bisschen durchzuspielen. Jetzt kann man ja mal. Nee, kann er da nicht. Da fangen sie den Pass ab. Ich dachte, er kommt an einem Spieler, dem Verteidiger vielleicht ein bisschen ran. Ah, erste Situation. Neuenberger, wir haben ihn dran. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Da ist die Chance. So, der geht jetzt vorbei. Kein Tor. Und doch. Er verhindert hier den Treffer. Erste Chance für ihn. Was für eine Parade. Was kann der Außenseiter jetzt hier aus dieser Chance machen? Tolles Tackling von ihm. Da ist er drauf, gerne drauf gegangen. Wichtig, er holt den Ball. Meier. Jetzt können sie vielleicht kontern. Was gibt er jetzt hier? Ja, der Schiedsrichter sagt er. Nicht, okay. Ja, das war zu. Zu. Zu schwach. Guter Ball. Und gut dazwischen. Und wieder sitzt Pferd drauf und es ist nicht das Einzige. Nicht der Ausgleich. Aber da müssen sie mehr rausmachen. Diese Chance haben sie fast verschenkt. Ja, Glück gehabt. Die Gäste sind beim Ballbesitz hinten, aber die Führung spricht ja für sich. Sie machen so, trotzdem, was sie wollen in diesem Spiel. Hämmerich! Die Chancen, die sich ihnen bieten, das ist eine engagierte und clevere Leistung. Also Fairness sind so nicht besser in der Partie. Das muss man gerade so akzeptieren. Malkobos. Weiter mit dem Vorteil. Ja, gut, das könnte, das wird eine Karte geben. Gutes Timing, gute Grätsche, er holt sich den Ball. Neuenberger. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Neuenberger, 2-0. Sieht immer besser aus für sie. Sie machen das Tor. Jetzt wird direkt die Führung. 2 Tore. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und da kommt der Ball aufs kurze Eck. Drin ist er. Traut sich nicht jeder. Aber hier wird der Mut tatsächlich belohnt. ...2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Schwacher Ball. Oh, das sieht nicht gut aus, könnte gelb geben. Es gibt hier gelb. Er war schon ermahnt, daher klar, dass jetzt gelb kommen musste. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Vielleicht die Konterchance. 60 Sekunden gibt's noch. Das muss es fast sein.
Das ist der Pausenpfiff. Nach der ersten Hälfte liegen die Gäste vorne. Deutliche Führung zur Pause und das offensiv stärkste Team zeigt wieder mal, was es kann. Zeigt wieder mal, wo die Stärken liegen. Sie machen hier, was sie wollen. Lassen keinen Zweifel aufkommen, wer hier die bessere Mannschaft ist. Es ist ein... Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Toller Zweikampf. Ja, guter Pass. Das ist die Chance. Ganz stark abgeblockt. Und er gibt Elfmeter. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Jetzt können Sie auf einen Tor Rückstand verkürzen. Er macht den Elfer. Starker Elfmeter, wir schauen noch mal auf die Wiederholung in den Winkel. Das ist schon das. Jetzt steht es hier 2:1, eine enge Kiste. Da ist Platz. Sie können es machen. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Die Wiederholung zeigt es deutlich, da ist er überhaupt nicht auf seinem Posten. Da stimmt das Stellungsspiel gar nicht. Das ärgert ihn zu Recht. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Der Konter läuft. Da ist die Chance. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Angriff damit also. Beendet. Eine super Parade. Verhindert das Tor. Tolle Szene. Extra Lob. Klasse gemacht vom Verteidiger. Auf außen ist jetzt Platz. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Schön vom Ball getrennt. Das war eine wichtige Aktion. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Jetzt kommt hier der Wechsel. Vielleicht können Sie diese Ecke zum Anschlusstreffer nutzen. Die Fans hoffen drauf. Er zieht nach innen. Mike Korbos. Das ist der Anschlusstreffer. Ist noch mehr für Sie drin. Ja.
Wir sehen es in dieser Wiederholung. Das ist Wille pur. Und so macht er das Tor. Ja. 3:2 also. Da ist alles drin. Flanke kommt rein. Nee, sie müssen einen neuen Anlauf nehmen. Sie stören früh, da ist der Ball. Also wenn er da den Schlenzer nimmt, dann geht er rein. Gut möglich. War eine Riesenchance. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Klarer Fall, Ball ist im Aus, gibt Abstoß. Wir schauen auf die Uhr, 5 Minuten sind es hier noch. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Jetzt können sie es entscheiden. Noch ist die Chance da. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch 1 Minute obendrauf. Und mit diesem Schlusspfiff war's das für heute. Das Spiel ist aus. Der Sieg steht damit also fest. Ah, Wolf, das ist wieder so ein Sieg, der zeigt, wie stark sie in der Offensive sind. Wir kennen alle die Statistik, sie haben den besten Sturm. Das haben wir heute auch auf dem Rasen gesehen. Sie machen ein Tor nach dem anderen. Und auch wenn da heute in der Abwehr erstaunliche Lücken waren, am Ende wird es der Sieg und dann ist auch keiner unzufrieden. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Vielen Dank. We'll be right back.